So, wir sind unterwegs bei Der Reismann und neben mir schaut ihn euch an, der Matthias Matuschik oder Matuschke, wie unter welchen Namen kennen die Leute dich alle? Also sie kennen mich eigentlich unter Matuschke, aber ich lege schon äußersten Wert drauf, dass meine Satire, mein Kabarettprogramm eigentlich unter meinem Namen stattfindet, nämlich Matthias Matuschik. Wer hat keine Ahnung, wer ich bin? Komm, wirklich ernsthaft. Hinten sind zwei, drei oder so. Also da ist, das ist ehrlich, das ist schön. Selber schuld. So, und ich bin Matthias Matuschik, ich bin normalerweise, mache ich Radio. Ich bin Radiomoderator bei Bayern 3. Ich habe da immer von Montag bis Donnerstag von 20 bis 22 Uhr so eine kleine Show. Eigentlich nichts Besonderes. Ich sage das Wetter durch. Wenn mal Stau ist, dann erfährt man das auch bei mir. Du bist DJ, Fernsehmoderator, Radiomoderator. Gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Malen. Nach Zahlen. Ich kann nicht malen und ich kann nicht singen. Okay, aber ich kann auch kein Instrument spielen, dummerweise. Obwohl ich mit der Gitarre auf der Bühne bin, aber das können wir jetzt nicht verraten. Auf und fort. Okay, also sah gut aus, aber du kannst es nicht spielen, nee, oder was? 0,0. Also Plattenspieler und CD-Player, ja, aber sonst kein Instrument. Ihr seid jetzt nicht 200 im Clown, ihr seid jetzt 80.000 in Nürnberg bei Rock'n'Park, okay? Kriegen wir das hin? Ja. Rock'n'Park? Ihr habt knapp 300 Euro für dieses 3-Tage-Ticket bezahlt. Ihr seid schon seit 2 Tagen da. Seit 2 Tagen regnet es. Hello Germany! Du bist ein waschechter Bayer, du kommst aus der Oberpfalz. Ja. Stimmt es, dass du dir ganz viele Dialekte einfallen lassen hast, um die Damen zu bezirzen? Ja, der Ruf eilt mir voraus, dass ich früher, also in Bayern sagt man ein Grischbettel war, das heißt also mehr dünn und bleich. Und ich musste die Frauen tatsächlich anderweitig in die Kiste kriegen. Deswegen muss man sich da ein paar Sachen einfallen lassen, unter anderem Dialekte, das kommt immer gut. Okay, und hast du sie mit Sächsisch überzeugen können? Ohne jetzt anzuecken, ist Sächsisch nicht der sexiest Dialekt, aber in der Tat habe ich Sächsisch geredet, weil wir früher zum Beispiel immer zu den Verwandten nach Halle an der Saale gefahren sind. Und nein! Mir da was abgeguckt habe. Ja, also mein Onkel und meine Tante haben da gewohnt und wir waren jedes Jahr wenigstens einmal dort, also Jugendweihe und Pfingsten und Ostern und Weihnachten und was es alles gibt an Festen und so. Und haben dann auch immer alles mitgebracht, was notwendig war. Schokolade, Kaffee, Bartfliesen. Guck mal! Schau mal Franken da! Schön! Habt ihr recht gehabt, Hof. Da gibt es immer noch Videotheken, glaube ich, in Hohenlohe. Tagesschau kommt erst um 8:30 in Hof. Hat alles richtig gemacht. Ich kann ein bisschen Fränkisch, ich kann gut Schwäbisch, weil ich mal 4 Jahre mit einer Schwäbin verheiratet war. Ich kann Sächsisch und ein bisschen Kölsch könnte ich unter Umständen vielleicht sogar auch noch. Aber dann war es das eigentlich auch schon. Also viel mehr geht gar nicht. Du hast natürlich deutschlandweit für Schlagzeilen jetzt auch gesorgt. Das Thema Flüchtlinge. Du hast da die Nazis quasi in Grund und Boden gesungen. Erzähl uns kurz, wie kam es dazu? Also ich wohne in Obermenzing. Der nächste Stadtteil in München ist Pasing. In Pasing gibt es die Pasinger Karten. Da kenne ich den Chef, weil ich für die auch schon tätig war. Der hat angerufen am Freitagnachmittag und hat gesagt, die Rechten machen am Samstag hier irgendwie eine Demo. Und er möchte das nicht und ob ich ihm nicht helfen kann. Und ich sage, na eigentlich ist die Zeit zu kurz jetzt. Also es ist Freitagnachmittag, 17 Uhr. Morgen um 16 Uhr wollen die auftreten. Besorgt mir eine Anlage und ein Mikrofon dann, und besorgt mir noch einen Stand, weil wir können jetzt nichts mehr anmelden. Also ich muss dann Verkaufsstand aufmachen und dann können wir da noch was tun. Und wir haben alles besorgt. Ich habe dann auf Facebook auch noch knapp 200 Leute besorgt mit Trillerpfeifen und dann habe ich die nicht zu Wort kommen lassen. Und das hat funktioniert? Das hat brillant funktioniert. Ich war auch einmal zivil ungehorsam, also eigentlich muss man diese Veranstaltung, darf man dann auch nicht stören. Die haben ja angemeldet und dann kann man zwar brüllen, aber nicht elektronisch verstärkt. Ich habe aber dann trotzdem das Mikrofon genommen, weil ich gesehen habe, dass die mit einem Toyota ankamen und fährt deutsches Deutschland und ein reines München und kamen mit einem Toyota. Und dann ist mir so eingefallen, was ist das eigentlich für eine Idiotie? Und ich habe dann gesungen, ohne Toyota wäre der gar nicht da. Ohne und dann haben 200 Leute
das 5 Minuten lang gesungen, während der Typ da seine Schwachmatenparolen losgeworden ist, die aber kein Mensch mehr verstanden hat. Also das ging alles komplett unter. Da kommen junge Männer, die meisten ja eh mit Smartphones, so Wirtschaftsflüchtlinge. Und hey, irgendwann Mann, ist auch halten. Jetzt mal Klartext. Es kann nicht sein, dass gerade die rechten Idioten die lautesten sind. Ihr seid nicht das Volk. Du hast jetzt auch mit ein paar Radiokollegen aus ganz Deutschland eine tolle Aktion gestartet, Initiative Gegenstimme. Genau. Ich habe mit einem Kollegen zusammen die Idee gehabt, auch Facebook-Chat hin und her, einfach, was machen wir? Wir haben jeden Tag ein Mikro vor uns. Haben wir eine Meinung zu diesem Thema, zu dem aktuellen Thema? Zum einen dieser braune Irrsinn, der gerade abgeht, und zum anderen die Flüchtlinge. Sind wir dafür, sind wir dagegen, haben wir was zu sagen? Lass uns mal alle unsere Kollegen anschreiben und gucken, ob da was geht. Lass uns ein Video machen. Jeder soll so 20, 30 Sekunden ein Statement abgeben. Und dann schneiden wir das irgendwie in Form, damit die Leute auch mal sehen, wer normalerweise nicht zu sehen ist, nämlich die Radiomoderatoren. Es sind aber auch Fernsehmoderatoren. Sogar Lothar Matthäus ist mit dabei. Echt? Ich habe den gar nicht gesehen. Wir können mal reingucken, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Lothar Matthäus ist auch mit dabei. Meine Nationalität. Mensch. 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 Wir zeigen Farbe. Wir sind bunt. Es kommt daher, weil Sky zum Beispiel auch die Idee ganz toll fand und gesagt hat, wir machen damit, wir zeigen das auch. Also das läuft auch bei Sky im Programm. Und da sind, weiß ich nicht, 60, 70 Leute am Start gewesen und haben einfach mal kurz und bündig ihre Meinung kundgetan. Und das finde ich mit der heißen Nadel gestrickt eine ziemlich coole Aktion. Refugees welcome. Herzlich willkommen, Menschen. Tada! Leid, seid menschlich. Gegenstimme gegen Fremdenhass. Gegen Rassismus jeder Art. Gegen Nazis für Solidarität. Fremdenhass hat hier keinen Platz. Wir erheben unsere Gegenstimme. Es ist eigentlich so ein Element, das kommt eigentlich relativ am Ende. Da ist meine Show im Prinzip schon vorbei. Da schleicht sich das dann so an, ja, das geht so mit Musik los. Ja. Und ja, und dann kommt so eine getragene Stimme. Ich finde es übrigens sehr entspannend immer, wenn diese Melodie kommt. Ich glaube, von Mark Knopfler ist die, ne? Von Mark Knopfler, genau. Aus dem Film Cal. Da weiß man auch, jetzt ist Schluss, ne? Und schon haben wir es wieder. Ja. Quasi. Was kaum jemand weiß, ist, dass der Film Cal ein Film ist, der die Nordirland-Krise behandelt, wo Protestanten und Katholiken sich bekämpft haben und die Kirchen sich auf diesen Song geeinigt haben und ich glaube, bis heute nicht wissen, dass es eigentlich ein ganz brutaler Film ist, in dem sich Katholiken und Protestanten gegenseitig umbringen. Um Gottes Willen, hoffentlich hören die das jetzt nicht, dann müssten die nochmal in die Tiefenrecherche gehen. Ab Montag kommt dann eine neue Melodie davon. Du bist ja auch DJ, ich bin auch DJ und ich weiß, dass wenn die Leute dann kannst du mal noch hier, kannst du ein AC, wie du das immer so schön sagst. Ne? Und bei mir kam mal jemand, der hat einen Beutel voll CDs gehabt und hat gesagt, ja, guck mal, ich habe ein bisschen was dabei mitgebracht, ja, ne? Kannst du mal das spielen, da gehen die voll drauf ab. Ne? Bei mir bringen sie Sticks mit, ich weiß. Ja, okay. Ich gehe schnell ins Auto, ich hole schnell mein Memory Stick, der steckt im Kenwood Player drin. Zack! Hier, scroll mal vor auf Titel 4633. Ich sag dann, Alter, echt, geh weg. Was, du hast es nicht? Ich hab's im Auto, ja, ich hab ja. Nee, die CD. Und dann kommt die CD und das ist irgend so eine zerkratzte, die im Rücksitz lag und irgendwie gebrannt ist. Da gehst du aber weiter als ich, das ja. Lasse ich gar nicht mehr zu. Ja, ja, also stimmt. Bei mir, ich nehme da gar nichts an. Ich brauch so ein T-Shirt von dir, ne? Nein! Um Gottes Willen, keine Musikwünsche. Nein. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Was machst du noch so? Du hast jetzt ein neues Programm. Was erwartet uns da? Also das neue Programm heißt Entartete Gunst. Und hat Premiere jetzt am 9. und am 10. Oktober im Schlachthof in München. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass ich A, wieder hier herkommen werde, nach dem, was heute hier los war. Und B, der Name Entartete Gunst sagt eigentlich schon alles aus über, es geht um Hummeln. Und Zuckerspritzen. Genau. Super. Ich danke dir, bis später. Wir sind raus. Ciao.